Aufzugmaschine, die zum Bringen von Autobestandteilen verwendet wird. Zum Beispiel Türrahmen, Kotflügel, Bremstrommel und so weiter. Dieser Mann ist ein sehr großer Erfinder. Er hat sehr gute Maschinen erfunden. Erlauben Sie, ich werde Ihnen sagen, dass die Herrschaft aus Berlin gekommen sind. Unsere Fabriken sind anzusehen. Bitte sehr. Это немецкая делегация, она приехала из Берлина, чтобы познакомиться с нашими машинами. Очень рад. Где входит? Дайте мне вашу газету. Was hat er gesagt? Er bittet, Ihre Zeitschrift ihm zu leihen. Wieder. Спасибо. Also, meine Herren, jetzt gehen wir in den Raum Nummer 4. Только не шуми там, не толпитесь, ребята! Тихо, дай. Ich weiß, wer ich bin. Ist denn das ein Deutscher? Ja, wir wissen ja gar nicht, wer er ist. Er war während des Krieges lange Zeit im Lazarett und war sehr, sehr krank. Gasvergiftung. Er hat nichts gesprochen. Später hat er Russisch gelernt. Vielleicht ist er Deutsche, vielleicht Österreicher. Er hat verloren die Erinnerung. Ребята, помогите. Осторожно! Потише. Доктор Ищан, расступитесь там, ребята, чтобы дать пройти ему. Дайте сюда, дайте дорогу. Осторожно! Вот так. Als Vermisster geführt wird. Heinrich Martin. Von welchem Regiment denn? Drittes Gardefeld. Aha. Na, wollen wir sehen. Moment mal. Thank you.
Minister ist er nicht gemeldet. Aber als Toten haben wir hier. Heinrich Martin, geboren am 5. Juni 1886 in Bamberg am Main. Im Zivilberuf Chefingenieur, Inhaber der Automobilfabrik Martin Werke AG, verheiratet mit Eva Maria, geborenen von Börner. Wohnhaft in Berlin, Rundstraße 6, Leutnant der Reserve im 3. Gardefeldartillerieregiment. Zu den Fahnen eingerückt am 14. August 1914. Ausgezeichnet im Eisernen Kreuz 2. Klasse, 12. Januar 16 vorgeschlagen zum Eisernen Kreuz 1. Klasse, am 14. Januar 1916 bei Dillerburg während eines Angriffs auf die russischen Gräben zum letzten Mal gesehen worden. Auf Antrag im Jahre 1921 für tot erklärt. Wollen Sie noch was wissen? Nein, danke. Na Mensch, dass Sie nicht aufpassen! Hier, meine Damen und Herren, erwähnt der Major Maria. 50 Fälle, 5 Zirrenbosch, was hier die Hose drin hat. Hier, 3 Papier, 3 Stroh, sondern reine prima Gummiware, meine Damen und Herren. Guten Tag, mein Herr, womit kann ich dienen? Zwei Zigarren, welche Preisklasse? 10, 15, 20, 25, 30, 20, stark, leicht, mittelkräftig? Leicht, bitte. Das Telefon noch mal ein. Ja, selbstverständlich. Wissen Sie, ob die Autofabrik von Martin noch in Niederschöneweide ist? Selbstverständlich, das ist doch eine ganz große Fabrik. Hm. Ein Mensch wird mich wieder erkennen. Wie bitte? Wie viel? 40. Na, wollen Sie nicht gleich anstecken, mein Herr? Nein, danke. Auf Wiedersehen. Betriebsdirektor sprechen. Hauptgebäude, Parterre links. Lassen Sie sich gleich anmelden. War denn das? Keine Ahnung. Wohin bitte? Ins Chefzimmer. Mein Bild. Wie man sich verändern kann, kein Mensch erkennt mich. Na, wenn wir sehen. Haben Sie geläutet? Ja. Ich habe das früher öfter getan. Aber dann kam auf mein Pingeln immer Mertens. Wo steckt denn Mertens? Mertens? Der ist ja lange tot. Tot? Ja. 16, gefallen. Was wollten Sie denn von dem? So, der ist gefallen. Was wünschen Sie eigentlich mir?
Ja, ist nicht so einfach zu erklären. Geht sie ja auch nichts an. Ich muss Sie aber doch bitten, diesen Raum zu verlassen. Warum denn? Ich ersuche Sie, diesen Raum zu verlassen. Ist nicht so laut. Sie haben erfahren, wer ich bin. Also bitte gehen Sie. Nicht anfassen! Sie werfen mich hinaus, wenn Sie es so nennen wollen. Na gut, ich lasse mich hinauswerfen. Aber ich glaube, morgen werden Sie um Entschuldigung bitten. Mag sein. Oh, bitte, bitte, mein Herr. Auf Wiedersehen, mein Herr. Auf. Ich kenne mich wohl gar nicht mehr. Nein. Alter Hoffmann. War mir ein Vergnügen, mein Herr. Auf Wiedersehen. Worum handelt es sich denn? Ich möchte um eine amtliche Bescheinigung bitten, dass ich der bin, der ich bin. Ich brauche diese Bescheinigung dringend, um wieder zu meinem Recht zu kommen. Eine amtliche Bescheinigung. Ja, ja, da passieren schon Sachen. Also, mal langsam. Was ist denn los? Ja, man hat mich nämlich aus meiner Fabrik gewiesen. Aus meiner eigenen Fabrik. Ach nee. Na, immer der Reihe nach. Wie heißen Sie? Heinrich Martin. Das heißt, so habe ich geheißen. Ich war nämlich im Krieg. Man hat mich für tot erklärt. Mensch, das Kind, Sie leben doch noch. Haben Sie denn nicht widersprochen? Was nützt der Widerspruch? Ich muss es doch beweisen. Na, haben Sie keine Legitimation? Ja, doch. Bitte? Das ist ja Russisch. Das kann ich nicht lesen. Da bin ich gar nicht zuständig. Vielleicht gehören Sie fürs Auswärtige Amt. Ja, wieso denn? Ich bin doch Deutscher. Ja, mal sehen, ob ich zuständig bin. Wo zahlen Sie denn Steuern? Seit 17 Jahren habe ich keine Steuern gezahlt. Mensch, das getrauen sich einen so ins Gesicht zu sagen? Naja, keine Steuern. Wo wohnen Sie? Ich habe keine Wohnung. Was, wohnungslos sind Sie auch noch? Na, wo werden Sie denn wohnen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich lebe doch noch, das sehen Sie doch. Ich bin doch nicht tot. Das müssen Sie noch einsehen. Ich will meinen Namen wieder haben. Ich will als ein lebendiger Mensch in Ihren Akten geführt werden. Deswegen brauchen Sie doch nicht laut zu werden. Ich habe von Ihnen überhaupt keine Akten. Ich bin hier nicht zuständig. Hier ist das Amtsgericht zuständig. Wo Sie zuletzt gewohnt haben, das Amtsgericht. Also ich habe zuletzt... Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr besinnen. Ja, dann kann ich Ihnen bloß sagen, klappern Sie alle Amtsgerichte ab. Irgendwo werden Sie die zuständige Stelle schon finden. Thank you.
guckst du bloß immer auf den Reichstag. Da kommt doch nichts raus. Soll ich Ihnen hier ein paar Regenwürmer suchen? Wollen Sie angeln? Nee, baden. Das tun Sie lieber nicht. Das kostet 5 Mark Strafe. Die Polizei ist hier mächtig scharf. Wird sie bei mir kein Glück haben. Haben Sie einen Jagdschein? Paragraph 51? Nee, ich bin tot. Wollen Sie hier die ganze Nacht ins Wasser spucken? Geh doch nach Hause, Mensch. Willst du zu mir mitkommen? Kannst bei mir schlafen. Tadellos sauber. 50 Pfennig, die ganze Nacht. Nee, lass mal. Aber Mensch, nun komm doch. Ihr werdet erst mal einen hinter die Lampe gießen, nicht wahr? Kannst ja später weiter ins Wasser spucken und die Fische vergiften. Sehr reicher Mann, Automobilfabrik, jung verheiratet, glückliche Ehe. Da kam der Krieg. Na, die ersten 2 Jahre, da ging ja alles gut. Dusel gehabt, Eiserne Kreuz, na und so. Dann kam ich an die russische Front, da ging der Schlamassel los. Eines Tages war der große russische Angriff, Gas, Mensch, zum ersten Mal, Gas, Gas. Was seit dem Tage war, das weiß ich nur, weil man mir das erzählt hat. Ich wurde in Sibirien, Lazarett eingeliefert. Konnte nicht mehr denken, nicht mehr sprechen. Für ein ganz kleines Kind hat man mir die russische Sprache beigebracht. Ja, und dann war ich lange, lange, lange Zeit ohne Erinnerung. Trotzdem ich gearbeitet habe, in Automobilfabriken, das ist das Merkwürdige. Automobile habe ich gemacht. Und dann habe ich auf einmal wieder gewusst, wer ich bin. Heinrich Martin. Was? Heinrich Martin, der berühmte Automobilfritze? Ja. Ja, ja. Aber meine Fabrik, ich weiß nicht, wem sie jetzt gehört. Und meine Frau hat sich vielleicht wieder verheiratet. Meine kleine Madonna, die kann mich ja gar nicht wiedererkennen. Warum denn nicht? Ach, die Veränderung, die mit mir vorgegangen ist. Nicht bloß im Gesicht, im Wesen, Mensch. Ich bin ja ein ganz anderer geworden. Aber ich will meinen Namen wieder haben. Und mein Geld? Schnauze! Haben Sie ganz recht. Sie sind ein feiner Kerl. Ach, Mensch, sag doch du zu mir. Nee, Sie imponieren mir. Wenn ich einmal im Leben wie so ein Ding ausgeknobelt hätte, da wäre ich heute ein schwer reicher Mann. 3 Millionen habe ich gehabt. Sie, wenn Sie das beweisen können, da holen Sie aus den Leuten raus, was Sie wollen. 100.000 M und noch mehr. 3 Millionen sage ich, nicht ein Pfennig weniger, aber meinen Namen will ich haben. Drehen Sie sich nicht auf. Ohne Namen kann der Mensch leben, aber ohne Geld nicht.
So, nun sind wir da. Warum sind Sie eigentlich so nett zu mir? Sie gefallen mir. Ja. Julius Hanke, Provisionsagent. Na, hier habe ich meine eigene hochherrschaftliche Einküchenwohnung. Bitte eintreten. Hier stört uns kein Aas. Setzen Sie sich ruhig auf meinen Divan. So, Sie machen Sie sich bequem. Habe ich mir erst bezahlt. Nee, nee, lassen Sie mal. Das hat ja Zeit. Rauchen Sie? Danke. Sagen Sie mal, haben Sie denn kein Gepäck? Vom Bahnhof. Ja, das hole ich Ihnen denn neu. Trinken Sie einen Kirsch? Sie trinken einen Kirsch. Das waren aber zwei. Jule, können Sie nicht ausknobeln, wem jetzt meine Fabrik gehört? Und ob meine verbitterte Frau Gemahlin wieder verheiratet ist? Machen wir dann halb und halb? Wenn du mir hilfst, 100.000 Mark für dich. Ich nehme auch weniger, mein Ehrenwort. Moin, Grete. Jule, na nun, schon so früh? Ja, ich hab Besuch. Ach. Geh rüber, mach Kaffee. So, so. Ja. Und bestell einen schönen Gruß von mir. Komm bald wieder. Mein Herr? Gestatten Sie, mein Name ist Martin. Sehr angenehm. Ich heiße Schulze. Grete Schulze. Stehen Sie bitte. Diktat direkt in die Maschine, verstehen Sie? Wenn Sie mal was brauchen können. Pünktlich, zuverlässig, diskret. Kaffee kochen kann ich auch, wie Sie sehen. Was
gucken Sie mich denn so an? Ich freue mich, dass Sie da sind. So? Tja, gleich mal gehen, nicht? Zieh mich lieber erst richtig an. Hören Sie gern Radio? Aber natürlich. Wenn der Kaffee fertig ist, komme ich rüber und schmier Ihnen die Schritten. Sein für Sie, Kaplinski? Wenn Erwin Kaplinski was übernimmt, gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich weiß schon, was man macht. Zwei Telefongespräche und die ganze Sache ist klar wie Kloßbrühe. Mein Honorar beträgt 20%. Der Herr Martin ist doch ein Gentleman. Schmeckt gut, mein Kaffee, nicht? Ja, danke. Halte ich Sie nicht auf? Wieso? Müssen Sie nicht an Ihrer Arbeitsstelle? Ach, Arbeitsstelle, wenn ich das höre, wird mir ganz wehmütig. Hat sich was Arbeit in der heutigen Zeit. Aber ich habe immer noch Glück gehabt. Ab und zu kommt doch mal einer diktieren. Verhungern tue ich nicht. Und mich hat jeder gern, wissen Sie? Weil ich Humor habe. Bin immer guter Laune. Ja, und Sie? Was machen Sie denn? Ich bin Automobilfabrikant. Was? Das ist richtig. So habe ich mir Herrn Mercedes immer vorgestellt. Na, glauben Sie mal. Oh, ja, ausgeschlafen, Herr Martin. Na, Jule, da bist du ja wieder. Gestatten Sie, Herr Erwin Gablinski, Rechtsvertreter, Herr Heinrich Martin, Automobilfabrikant. Ah, ist das wahr? Sehr angenehm. Sie brauchen mir gar nichts zu erzählen, ich weiß alles. Haben mir die Sache schon zurechtgelegt. In zwei Tagen ist alles erledigt. Gegen 20% handelt Sie nicht. 20% ist wenig. Wenn Sie mir zu meinem Recht verhelfen, dann können Sie von mir verlangen, was Sie wollen. Also dann sagen wir 30%. Also ich denke, es wäre das Beste... Moment, Herr Direktor. Den Brief geben Sie dem Portier in der Fabrik. Dann wird man Sie schon wieder reinlassen. Und noch etwas. Das habe ich vergessen. Man soll nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen. Der gegenwärtige Inhaber Ihrer Fabrik heißt Dr. Gander. Gander? Sander! Mein alter Freund Sander. Der Rat kann es ja nicht so schwer sein. Nehmen Sie die Sache nicht so leicht. Sie vergessen das Risiko. Meinen 30%. Aber bitte, würden Sie diesen Brief Dr. Sander persönlich übergeben, Dr. ja? Sander. Herr Doktor, der Mann von gestern. Soll ich die Polizei anrufen? Ach nein. Bringen Sie mir den Mann mal her. Bitte. Herr Doktor lässt bitten. Haben Sie mir diesen Brief geschrieben? Jawohl. Bitte Platz zu nehmen. Schreiben mir da, dass Sie in Sibirien mit meinem verstorbenen Freunde Heinrich Martin zusammen gewesen sind. Heinrich Martin lebt. Es ist mir unklar, was Sie mit dieser Lüge bezwecken. Lüge? So etwas ist doch möglich. Alfred. Was soll das, mein Herr? Alfred. Lüg du mir doch nicht vor, dass du mich nicht erkennst. Soll ich die Polizei anrufen? Oder einen Irrenarzt? Das ist dir wohl unangenehm, dass ich zurückgekommen bin. Hast wohl Angst. Um die Fabrik. Um das Geld. Meine Fabrik. Mein Geld. Na ja, wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen, was daraus wird. Aber lass doch das. Wir beide werden doch wohl allein miteinander fertig werden. Alfred, alter Freund.
Gewiss, mein Herr. Gewiss. Aber lass doch den Unsinn. Wird sich ja alles klären. Aber eines muss ich dir sagen. Die Fabrik muss ich zurückhaben. Wir werden sehen, mein Herr. Ich will dir auch sagen, warum. Die Wagen, die du unter meinem Namen fabrizierst, die sind alt, unmodern, ganz schlecht. Ich habe eine neue Erfindung gemacht, keine. Was verstehst du davon? Nichts, mein Herr. Schreib dir meine Adresse auf. Bitte. Heinrich Martin. Bitte, schreib. Heinrich Martin, per Adresse Julius Hanke, Brunnenstraße 16, zweiter Hof, vier Treppen. Links. Gebe dir Bedenkzeit bis morgen um 12. Ich bis dahin keine Nachricht. So werden Sie mit der Angelegenheit, mein lieber Alfred, die Gerichte beschäftigen. Na, hat's geklappt? Kennt mich nicht mehr. Herr Martin, Sie spielen Ihre Rolle großartig. Na, das hat ja alles gar keinen Zweck. Man soll ja die Menschen schonungsvoll von allem in Kenntnis setzen. Also, der Dr. Sander hat Ihre Frau geheiratet. Ach so. Dann ist Ihnen mein Besuch natürlich unangenehm. Wollen Sie die Adresse Ihrer Frau wissen? Guten Tag, Fräulein. Ich möchte die gnädige Frau sprechen. Die gnädige Frau ist nicht zu Hause. Oh, die Schande. Sie wird aber gleich kommen. Ja, kann ich dann auf die gnädige Frau warten? Ja. Ich hätte nämlich etwas mitzuteilen, worüber Sie sich sehr freuen würden. Ach, kommen Sie nur ruhig herein. Ja, danke. Vielleicht nehmen Sie Platz. Hier? Sie können natürlich auch im Herrenzimmer warten. Dankeschön, vielen Dank. Kleine Madonna. Bitte? Eva Maria. Nein, das bin ich nicht. Das ist meine Mutter. Ihre Mutter? Sie sind die Tochter? Fräulein Sander? Nein, ich heiße nicht Sander. Ich heiße Martin. Helene Martin. Dann bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Oh, danke. Helene Martin, wie ich mich freue, dass ich Sie kennenlerne. Ja, ich heiße Helene Henriette, nach meinem Vater, der hieß Heinrich. Ist im Krieg gefallen, da oben hängt so ein Bild. Ja, ich weiß, Frau Helene, ich weiß. Ach, haben Sie ihn gekannt? Ja, ich habe ihn sehr gut gekannt. Er hat Ihre Mutter sehr geliebt. Sie hat sich wieder verheiratet. Ja, Sie haben Dr. Sander geheiratet, Vaters besten Freund. Sie ist auch sehr glücklich mit ihm. So, sie ist sehr glücklich mit ihm. Warum sind Sie denn nicht eher gekommen, wenn Sie ein Freund von Vater sind? Ja, ich konnte nicht eher kommen. Drin ist ein Herr. Herr? Ja, er wollte die gnädige Frau sprechen. Wer ist es denn? Ich habe ihn nicht gefragt. Aber Sie können doch nicht fremde Leute hereinlassen. Guten Tag. Guten Tag, Mama. Ja, bitte. Ich möchte Sie einen Moment sprechen, gnädige Frau. Ja, bitte schön. Lass uns allein einen Augenblick. Auf Wiedersehen.
Ja, bitte. Bitte wollen Sie Platz nehmen? Na, danke. Womit kann ich Ihnen dienen? Worum handelt es sich? Ja, ich wollte nur... Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Kann ich etwas für Sie tun? Nein, nicht... Brauchen Sie irgendeine Empfehlung? Sie können es doch ganz ruhig sagen. Nein. Haben Sie keine Stellung? Es ist ja nicht. Sind Sie in Geldverlegenheit? Nein. Ich werde meinen Mann... Nein! Ist Ihnen nicht wohl? Doch. Ist ja auch gut so, wie es ist. Ich wollte ja nur sagen, dass ich Heinrich bin. Heinrich Martin. Was sagen Sie da? Ja, Eva Maria. Nein, jetzt ist es genug. Jetzt gehen Sie bitte. Man treibt doch nicht. Scherz mit solchen Dingen. Nein, kein Scherz. Nein. Gehen Sie. Mein Gott. Helene! Helene! Hast du gerufen, Mama? Du, was hat denn der Mann gewollt? Du hast doch mit ihm gesprochen, nicht? Ja. Er sprach von Vater, er hat Vater gekannt. Ein komischer Mensch. Der sagte zu mir, kleine Madonna. Was? Ja, kleine Madonna. Was hat er gesagt? Das ist doch merkwürdig. Sonderbar. Nein. Vielleicht hat der Vater gekannt. Herr Martin, was ist denn? Was haben Sie denn? Reden Sie doch im Ton. Kommen Sie mal mit rüber zu mir, ja? Los. Hat man nicht geklappt, was? Nein. Verwichtigkeit. Der Kablinski wird das schon machen. Was kann der denn? Warum nicht? Ich war bei meiner Frau. Ach so. Sie haben eine Frau? Ja. Und sie hat mich nicht erkannt. Ja, sind Sie es denn überhaupt? Ich meine, von mir brauchen Sie doch kein Theater zu spielen. Nicht? Sie glauben mir nicht. Nee. Das heißt, manchmal ja, manchmal nein. Wenn Sie so irre gucken, ja, so wie jetzt, dann glaube ich. Aber im Allgemeinen sehen Sie nicht so aus wie ein Mann, der 16 Jahre kein Gedächtnis gehabt hat. So, was würden Sie sagen, wenn Sie mit einem Mal eine 17-jährige Tochter hätten? Also da muss eine Frau doch schließlich was von wissen, nicht? In dem Fall hat ein Mann es schwerer. Hat Ihnen denn gefallen, Ihr Freund Tochter? Oh ja. Und Ihre Frau hat Sie nicht erkannt? Das glaube ich nicht. Sie hat sich verstellt. Ich tue das auch manchmal. Nein, sie hat mich nicht erkannt. Vielleicht auch besser so. Meine Tochter braucht mich nicht. Den anderen wäre ich nur im Wege. Ja, da können Sie doch nichts für. Da haben Sie wirklich recht. Guten Morgen, Herr Kommissar. Anker wohnt hier ein gewisser Martin. Gewiss, Herr Kommissar. Der ist gestern zu Ihnen zu holen. Ich wollte ihn heute sowieso anmelden. Na, dazu haben Sie ja 3 Tage Zeit. Wo ist er denn? Hier ist er nicht. Vielleicht drüben. Na, rufen Sie mal. Ja, mal sehen. Fräulein Schulze! Fräulein Schulze! Ja?
Ist der Herr Martin drüben? Ja. Ja, der soll doch mal rüberkommen. Kommt schon. Kriminalpolizei. Sie nennen sich Heinrich Martin. Er nennt sich nicht, er heißt. Mischen Sie sich nicht dazwischen, Sie Winkeladvokat. Pardon, Rechtsvertreter. Na, 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 immer gemütlich, meine Herren. Also, Sie nennen sich Heinrich Martin. Das ist mein richtiger Name. Na, das müssen Sie erst mal beweisen. Das werde ich auch tun. Jawohl, Herr Kriminalkommissar, werden wir. Ich habe bereits sämtliche Schritte eingeleitet. Das wird ein Riesenprozess. Ich mein's gut mit Ihnen, Herr Kriminalkommissar. Spielen Sie keine lächerliche Rolle. Ich warne Sie. Noch ein Wort und es gibt einen Prozess wegen Beamtenbeleidigung. Ist auch noch keiner dran gestorben. Na, haben Sie Ausweispapiere? Was soll ich denn damit? Ist doch keine gültige Legitimation. Wie heißen Sie denn nun wirklich? Heinrich Martin. Aber man hat mich für tot erklärt. Wenn Sie tot sind, haben Sie überhaupt kein Recht mehr zu heißen. Halten Sie mich für tot? Na, dafür bin ich nicht zuständig. Aber das eine kann ich Ihnen sagen. Machen Sie noch einmal solche Zicken, wie heute vor Mittag in der Fabrik bei Sander. Da werden Sie aufgenommen und über die Grenze abgeschoben. Da können Sie heißen, wie Sie wollen. Wissen Sie was? Wir wenden uns an die zuständige Stelle und dann werden wir ja sehen, wer hier Martin heißt oder nicht. Na, Sie haben wir ja schon lange auf dem Kicker. Mit Ihnen machen wir kurzen Prozess. Oho, bei Gablinski gibt's nur lange Prozesse. Na, wir werden ja sehen, was dabei herauskommt. Wenn Sie den Mann bis morgen nicht gemeldet haben, dann setzt die Strafe. Ah! Kommen Sie doch auf! Warum war denn der so aufgeregt? Der weiß aber nicht, warum. Ja, bin ich denn hier rechtlos? Rechtlos wäre nicht so arg, aber Sie sind mittellos. Ich habe 3 Millionen. Und man zahlt Ihnen doch nicht aus. Ja, wozu sind Sie denn da? Aber ich will Ihnen ja helfen, soweit ich kann. Die für Sie zuständige Stelle ist Amtsgericht 2. Morgen Mittag um 12 sollen wir hinkommen. Also gut, morgen Mittag, wollen wir reden? Ja? Darf ich Ihnen ein paar Zeilen die Maschine diktieren? Aber mit größten Vergnügen. Kommen Sie mal gleich mit rüber, ja? Herr Martin, ich glaube, es ist besser, wenn ich die Schriftsätze verfasse. Hey, das da, das ist mehr wert als 10 Schriftsätze von Ihnen. Wohl der Plan einer sibirischen Goldader. Nee, nee, ein Kochrezept, wie man gute Automobile macht. Näbisch. Schreiben Sie. Patentanmeldung von Heinrich Martin, Wohnort Brunnenstraße 19, bei Julius Hantig, bei der Hof 4. Die eingereichte Patentanmeldung bezweckt neben der Beseitigung einiger Fehler der heutigen Automobilkonstruktion, vor allem die Verringerung des Benzin- und Ölverbrauchs. Oh, das flutscht mal wieder. Ruhe, schreiben. Der von mir neu konstruierte Zweitaktmotor mit doppelt wirkenden Kolben ist wirtschaftlicher als der 4-, 6- oder 8-Zylinder Viertaktmotor. Wunderbar, also seit ich aus meiner Stellung raus bin, hat mir kein Mensch mehr so schnell diktiert. Sie sollen schreiben, habe ich Ihnen gesagt. Durch eine Neuheit, die ich im Nachstehen genau beschreibe, entsteht der außerordentliche Vorteil, dass das durch meinen Motor getriebene Automobil bei einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometer, einer Umdrehungszahl von 2000 Touren, auf 100 Kilometer nicht mehr als maximal 8 Liter Benzin verbraucht. Bei einer Herabsetzung des Ölverbrauchs auf die Hälfte. Gleichzeitig verleiht die von mir erfundene Doppelschwingachse den Fahrzeugen eine derartige Straßensicherheit. Ach, Herr Martin, ich kann nicht mehr. Ich muss mich mal verpusten. Sie diktieren ja mit 200 Kilometer in der Stunde. Ja, ich bin eben so aufgeregt. Wohl wegen mir? Ach nee. Dazu sind wir doch beide zu alt. Und zu vernünftig, hoffe ich. Husche. Na, jetzt richten Sie mal an meinem Geschäftsprinzip. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Los, wo sind wir denn stehen geblieben? Dein Vergnügen, Husche. Aber, bitte um Ihr Diktat, mein Herr. So vernünftige Frauen hat es früher gar nicht gegeben. Ich bin noch eine Ausnahme. Naja, die Ausnahme bestätigt die Regel. In der Regel? Zeigen Fahrzeuge ohne Schwingachse eine große Tendenz zum Schleudern. Meine Erfindung setzt diese Gefahr auf ein Minimum herab. Sehen Sie, so gefallen Sie mir. Jetzt glaubt kein Mensch Ihre Krankheit. Ihnen fehlt bloß die Arbeit. Die Gefühlsduselei mit Frau und Kind macht Sie viel zu traurig. Ich will aber wissen, ob ein lebendiger Mensch tot sein kann. Haben Sie alles, Herr Kollege? Gleich die Fertigkeit. Also ich wiederhole, Herr Amtsrichter. Mir ist es unklar, warum man einem Menschen, der aus Versehen für tot erklärt wurde, nicht das Recht gibt, seinen Namen zu führen. Stellen Sie sich das alles einfacher vor, als es ist. Wieso? Herr Amtsrichter, ich empfinde Sie als unseren Feind. Wer behauptet, dass der nicht der ist, der er ist, der kann von uns kein Vertrauen fordern. Bin ich Ihr Feind? Ich habe das Gesetz zu vertreten. Das Gesetz ist gemacht, den Staat und seine Bürger zu schützen. Vor
Betrügern, vor Erpressern, vor Leuten, die Unrecht tun wollen. Ich tue nichts Unrechtes. Ich verlange mein Recht. Ohne es beweisen zu können. Ich werde es beweisen. Na ja, dabei will ich Ihnen ja sogar helfen. Herr Martin, ich finde es ausgezeichnet vom Herrn Amtsrichter, dass er Ihnen helfen. Ich möchte ein paar Fragen an Sie stellen. Und zwar in Gegenwart eines Dritten. Ich habe Herrn Dr. Sander gebeten, mir helfen kann. Es ist Ihnen doch recht. Bitte. Bitte, Herr Dr. Sander, Herr Sander. Jawohl. Herr Dr. Sander, bitte. Guten Tag, Alfred. Bitte wollen Sie Platz nehmen, Herr Doktor. Danke. Alfred. Der Amtsrichter will ich fragen, ob ich Heinrich Martin bin. Bitte die Verhandlungsführung mir zu überlassen. Zwischenreden. Herr Amtsrichter, ich glaube, jede Fragestellung erübrigt. Dies ist das letzte Bild meines verstorbenen Freundes Heinrich Martin. Ja, Herr Doktor, auf dem Bild haben Sie natürlich recht. Keine Spur von Ähnlichkeit. Ich kenne das Bild. Es wurde aufgenommen, ehe ich ins Feld ging. Bei einem Fotografen am Dönhofplatz. Kersten hieß er. Tim? Sieht aber wirklich nicht so aus, als ob Sie es sind. Herr Doktor, erkennen Sie in dem neben Ihnen stehenden Mann, den am 6. Juni 1886 geborenen Heinrich Martin, der Ihnen persönlich bekannt gewesen ist? Nein. Ist so, Gott. Das ist ja auch kein Wunder. Das ist doch der Herr, der die Fabrik und die 3 Millionen bekommen hat. Die Frau hat er auch geheiratet. Da soll er seine Nebenbuhler erfüllen. Ich bin um Ihren Schutz anzurechnen. Herr Radnitzky, bitte mäßigen Sie dich. Aufgemacht. Was sagen Sie, Herr? Ich kann Sie wirklich nicht mehr bei Ihrem angeblichen Namen nennen. Herr Amtsrichter, ich könnte Ihnen Dinge erzählen, die so grauenhaft sind, dass Sie weinen würden, wenn Ihr Beruf es Ihnen erlaubt. Zur Sache, bitte. Ja, ja, zur Sache. Sie haben ganz recht. Ich will Ihnen auch gar nicht schildern, was ich im Krieg mitgemacht habe. Ich habe meine Pflicht getan. Wenn ich gefallen wäre, dann wäre ich ein Held. So aber hatte ich das zweifelhafte Glück, doch noch zurückzukommen und als ein Mensch ohne Namen vor Ihnen zu stehen. Aber zur Sache. Ich bin der Automobilfabrikant Heinrich Martin aus Berlin. Im August 14 zog ich als Leutnant der Reserve ins Feld, an die Westfront. Nach 2 Jahren kam ich nach Russland, vor Dünaburg. Im Januar 16, ja, ich weiß, erinnere mich ganz genau, am 14. Januar 16 erfolgte der erste große russische Gasangriff. Der Gasangriff. Und dann? Dann, was dann kam, das weiß ich nur aus Erzählungen. Meine letzte Erinnerung war ein Schlag gegen die Brust. Ich wurde in ein Lazarett in Sibirien eingeliefert. Als ich wiederhergestellt war, und nach einem Jahr, hatte ich kein Gedächtnis. Ich wusste nicht meinen Namen, ich wusste nicht, woher ich stamme, mit wem ich verheiratet war, sogar meine Muttersprache hatte ich vergessen, Herr Amtsrichter. Und man lehrte mich Russisch. Und dann habe ich auch gearbeitet wieder. In einer Automobilfabrik. Tja, Alfred, merkwürdig, nicht? In einer Automobilfabrik. Automobile habe ich gebaut, wie früher in Berlin, in meiner Fabrik, die mir dieser Herr, mein Freund, gestohlen hat. Bitte keine Beleidigung. Ach, aber mich dürfen Sie beleidigen, Herr Amtsrichter. Verzeihen Sie bitte. Mir dürfen Sie sagen, ich sei ein Betrüger, ein Erpresser. Verzeihen Sie bitte. Mir dürfen Sie sagen, das Gesetz da, das sei dafür da, um diesen Herrn gegen mich in Schutz zu nehmen. Verzeihen Sie bitte, mein Herr. Und wie kamen Sie zurück, Herr Martin? Ach, auf einmal, Martin.
Sagen Sie nicht Martin zu mir. Sie wissen ja noch gar nicht, ob ich es bin. Ich sei im tiefsten Russland. Eine Zeitschrift mit Berliner Bildern. Alexanderplatz, ein Dom, die Linden. Und es ist merkwürdig, Herr Amtsrichter, es ist ja einfach lächerlich. Der einfache Anblick von Bildern meiner zweiten Heimatstadt Berlin gab mir die Erinnerung an meine Vergangenheit wieder. Und ich wusste mit einem Mal, ich heiße Heinrich Martin. Und dann kam ich zurück und habe mich für tot erklärt. Können Sie mir helfen, Herr Amtsrichter? Das weiß ich noch nicht. Was ich gesagt habe, bin ich überzeugt. Aber ist es wahr? Fragen Sie den Herrn noch einmal. Herr Dr. Sander. Die Worte dieses Herrn haben mich tief erschüttert. Aber ich kann mir nicht helfen. Es ist nicht mein Freund Heinrich Martin. Können Sie das auf Ihren Eid nehmen? Ich bin bereit zu beschwören, dass er es nicht ist. Ich bin bereit zu beschwören, dass ich Heinrich Martin bin. Ja, mein Herr, ich werde also einen neuen Termin anberaumen, in dem dem Antragsteller Gelegenheit gegeben wird, seine Behauptung Ihnen zu beweisen. Wen darf ich als Zeugen für Sie laden? Herr Darsteller? Ich habe keinen Zeugen. Nicht einen Zeugen? Nennen Sie Namen in der Öffentlichkeit. Nun? Kein Zeugen. Nein. Gott. Aber den können Sie ja nicht laden. Herr Darsteller, ich brauche mal den nächsten Termin an für heute in 14 Tagen. Vormittags 9 Uhr. Das wird doch für die Benachrichtigung. Ihre Adresse haben wir. Ist alles angegeben, Herr Amtsrichter. Darf ich von mir aus Zeugen mitbringen? So viel wie wollen. Danke, Herr Amtsrichter. Sehr liebenswürdig, Herr Amtsrichter. Das ist gleich die einzige Bestechung, die ich jetzt verboten habe. Herr Amtsrichter, zu dem nächsten Termin kann ich einen untrüglichen Beweis erbringen, dass Heinrich Martin tot sein muss. Bitte nehmen Sie auf, Herr Kollege. In meinem Besitz befindet sich... Ich weiß nicht, warum Sie sich so aufregen, Herr Martin. Für mich haben Sie die Sache so gut wie gewonnen. Nein, wirklich? Ach, wäre das schön. Aber du bist ja doch Patentamt, Herr Martin. Ja, haben Sie die Abschrift? Jawohl, bitte. Alles fein ordentlich getippt. Ist damit erledigt? Noch nicht ganz, Herr Martin. Nee. M-E-H. M-E-H-Z. Met. M-E-T-E-H. Zu Martin? Ach was, ich muss dich was sehr Wichtiges fragen. Hm? Sag mal, wie schreibt sich Mäzen? Schreibt sich Mäzen mit oder ohne H? Sag mal, du bist doch plötzlich dämlich geworden, was? Jule! 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 Martin, entschuldigen Sie, schreibt sich Mäzen mit H oder ohne H? Natürlich ohne H. Herr Martin, was ist denn das, ein Mäzen? Ach, das ist so ein Mensch, der vor lauter Begeisterung für eine Idee furchtbar viel Geld ausgibt.
Also ein Düssel. Jule! Ohne Haar, natürlich. Oh, du hab dich mal nicht. Hab ich ja gleich gewusst. 100 Mark für Patentspesen Heinrich Martin. 100 Mark Patentspesen Heinrich Martin von einem unbekannten Mäzen? Na, den möchte ich auch mal kennenlernen. Juristisch ist der Fall ja ganz klar. Aber die menschlichen Hintergründe. Ja, wenn ich mir erlauben darf, ich habe mir meine eigene Meinung über den Fall gemacht. Schießen Sie los! Der Heinrich Martin ist wahrscheinlich schwer verwundet worden und hat längere Zeit im Lazarett neben unserem Antragsteller zugebracht. Und da hat er ihm viel oder alles aus seinem Leben erzählt. Und dadurch ist er nun auf die Idee gekommen, zu erpressen. Gar nicht so übel. Kann schon stimmen. Aber ob er ein bewusster Betrüger ist? Ja, denn man... Ja, glaube ich, dass er seine fünf Sinne nicht beisammen hat. Ja, ja. Ich möchte doch mit zu der Verhandlung gehen. Ja? Glaubst du denn, du wirst diesen Aufregungen gewachsen sein? Weißt du, ich glaube, ich muss dabei sein. Tja, Eva. Er ist sicher ein bedauernswerter Mensch, der diese Unruhe in unser Leben gebracht hat. Aber ich halte ihn nicht für einen Verbrecher. Nur, das kann eben sehr aufregend werden. Ich habe keine Angst. Hier sind also zunächst zwei Gutachten ärztlicher Autoritäten, Sie kennen die Namen bestimmt, über die Veränderung menschlicher Gesichtszüge bei schweren Nervenleiden. Hier ist ein ärztlicher Befund über eine Granatsplitterwunde am Nasenbein. Die Amtsrichter brauchen sich also nicht zu wundern, wenn Herr Martin nicht mehr so eine schöne Nase hat wie früher. Ich kann Ihnen sagen, das kann vorkommen, dass man jemanden nicht wiedererkennt. Mein Großvater zum Beispiel. Sache, Herr Rabinski. Alles, was wir da vorlegen, beweist nichts für die Identität des Antragstellers. Genügt Ihnen vielleicht ein amtliches Dokument? Natürlich. Bitte? Eine gerichtliche Ladung. Ist das an Herrn Heinrich Martin adressiert? Psychologisch ist das eine Fehlleistung nach Professor Freud, Herr Amtsrichter. Lassen Sie die Dummheit. Haben Sie ein Zeugen mitgebracht? Nur einen, so mehr als Leumundszeugen. Einen überaus vertrauenswürdigen Mann, den Provisionsagenten Julius Anke. Herr Anke? Bitte. Morgen allerseits. Die Personalien des Zeugen. Hanke Julius, Provisionsagent. Geboren 3. November 1885, Berlin. Wohnhaft, Brunnenstraße 19. Ja, stimmt auffallend. Herr Hanke, kennen Sie den Herrn, der da auf dem Stuhl sitzt? Natürlich kenne ich den. Wie heißt er? Heinrich Martin heißt er. Und Automobilfabrikant ist er. Bravo, das nenne ich klipp und klar. Woher kennen Sie ihn denn? Er hat sich mir doch selber vorgestellt. Wann? Das kann jetzt 3 Wochen her sein. Und die Platz. Und der Herr und Frau Dr. Sander heranrufen. Herr und Frau Dr. Sander, bitte. Platz zu nehmen. Mit Rücksicht auf Ihre angegriffenen Nerven, Frau Doktor, will ich mich so kurz wie möglich fassen. Erkennen Sie in dem Antragsteller Ihren für tot erklärten Gatten Heinrich Martin wieder? Nein, der ist es nicht. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Wieso? Warum? Sie werden keine Erklärung abgeben. Es gibt doch eine Berufungsdienst. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Bitte, Herr Antragsteller. Ich erkläre, dass ich auf das mir gehörende Vermögen einschließlich der Autofabrik verzichte, wenn man mir meinen Namen zuerkennt. Herr Antragsteller, Sie haben kein Recht, auf etwas zu verzichten, das Ihnen gar nicht gehört. Ich habe hier etwas in Händen, das untrüglich für oder gegen Sie sprechen wird.
Ist das Ihr Waffenrock? Sehen Sie nach. Mein Waffenrock war in einem Geschäft in der Königgrätzer Straße angefertigt. Am 14. August zog ich ins Feld. Zwei Tage vorher, also am 12. August. Vielleicht ist das Datum darin vermerkt. Bekam ich die neue Uniform. Merkwürdig. Es war der 11. August. Sonst stimmt es. Wie kommen Sie übrigens zu meinem Waffenrock? Wurde gefunden zwischen den Gräben bei Dünaburg. Frau Dr. Sander hat ihn aufbewahrt. Und nun erklären Sie uns, wie konnte Heinrich Martin im russischen Lazarett liegen, wenn sein Waffenrock bei Dünaburg gefunden wurde? Das weiß ich nicht. Das ist doch möglich, es kann doch stimmen. Vielleicht habe ich mir im Schmerz die Kleider vom Leib gerissen. Ja, mag sein. Aber weiter. Hier auf der linken Seite hat die Uniform ein Loch. Und zweifelhaft durch einen Granatsplitter. Wenn aber da ein Granatsplitter hindurchgegangen ist, wie können Sie da noch leben? Da sitzt doch das Herz. Sie müssen also mindestens auf der linken Brustseite eine große Narbe haben. Wollen Sie uns die Narbe zeigen? Nun? Wollen Sie uns die Narbe zeigen? Nein. Das habe ich mir gedacht. Das ist kein Beweis. Das ist der einzige Beweis. Nein. Nein. Herr Amtsrichter, Sie behandeln den Antragsteller wie einen Betrüger. Ich halte ihn für unglaubwürdig. Er bleibt uns den einzigen Beweis schuldig. Ich bin kein Betrüger. Dann treten Sie den Beweis doch an. Ich bin Heinrich Martin. Ich verlange Gerechtigkeit. Dann zeigen Sie uns die Narbe. Es ist ja gar keine Narbe da. Das habe ich gewusst. Morgen wird Ihr Antragsteller über die Grenze abgeschoben. Nein! Nie! Ich bin ein Deutscher, Herr Amtsrichter. Ich habe für Deutschland gekämpft. Ich liebe meine Heimat. Sie wollen einem Deutschen verbieten, ein Deutscher zu sein. Ist das Gerechtigkeit? Sie sind kein Richter. Sie sind ein Rohrpfeifer, ein Hund, den man nicht. Sehen Sie! Menschenkenntnis, Müller. Besser als Paragraphen. Der Schuss ist da. Wo ist die Narbe? Die Nachrichten aus Russland besagen nichts Neues. Die Beobachtungen der psychiatrischen Klinik ist ergebnislos verlaufen. Wir haben den Mann entlassen müssen. Aber was das Merkwürdigste ist, wir haben mit Zustimmung des Antragstellers im Patentamt eine Schrift eingesehen, von ihm selbst geschrieben. Nach Aussage der Sachverständigen eine epochenmachende Neuerung im Automobilbau. Geistesgestört ist der Mann doch nicht. Naja, man muss das Gesicht wahren, Herr Kollege. Also was werden Sie tun? Ich habe zu heute einen neuen Termin anberaumt. Ich habe die vorgesetzte Behörde gebeten, einen Offizialantrag zu stellen, damit der Mann wieder einen Namen bekommt. Das ist eine sehr gute Idee, denn der Mann muss ja einen Namen haben. Das Justizministerium dringt auf Bestärkung wegen Beamtenbeleidigung, nachdem Sie das gemeldet haben. No, schließlich ein Angeklagter ohne Namen, das geht doch nicht. Das ist übrigens komisch. So ein armer Kerl, herumgehetzt und herumgestoßen, darf wieder Bürger werden. Warum? Weil er bestraft werden muss. Sehr richtig. Ganz gemeine Kerle sind das.
Sperren Sie so einen netten Mann ins Irrenhaus, bloß weil er meine Aufregung ein bisschen zu laut gesprochen hat. Kann doch jedem passieren. Sie hätten mich mal schreien hören sollen. Idioten. Sag mal, was machst denn du da eigentlich für Quatsch? Du bist auch ein Idiot. Das gefällt dir, was? Du hättest mal vorige Woche die Ausstellung ansehen sollen. Der gedeckte Tisch mit praktischen Anweisungen für die Hausfrau. Hättest was lernen können, mein Lieber. So macht man das. Du, die Kommende. Komm. Herr Martin. Tag, Fräulein Schulze. Nichts für Sie. Briefträger. So ein Quatsch. Jude, ich freue mich so. Na, hey, was guckst du jetzt der hier an wie ein wild gewordener Hummel? Ja, der wird ja kommen. Herr Gablinski holt ihn schon ab. Du, pack mir hier nicht die Bude voll. Gibt's gar nicht. Ist bei einer Dame zum Besuch. Ach so. Entschuldigen Sie, liebe Dame. Da kann ich ja auch gehen. Aber meine beiden Kassen, die nehme ich nicht. Herr Martin! Ich freue mich ja so, dass Sie wieder da sind. Wirklich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue. Na also, dann kommen Sie mal ein bisschen rein, nicht? Sie sitzen wohl gut, Herr Babinski, was? Ja, danke. Na, dann nehmen Sie auch mal Platz, Herr Martin. Ich habe extra Nattkuchen für Sie gebacken. Für Herrn Martin habe ich den nämlich gebacken. Warum? Ich kriege kein Stück. Schließlich habe ich ihn doch hergebracht. So, jetzt kommen Sie dran. Psychiatrische Klinik nennen Sie das. Fremdwörter sind immer verdächtig. So? Das ist ein glattes Irrenhaus, nicht wahr? Da wollen wir nicht mehr davon reden. Bin froh, dass ich aus der Hölle raus bin. Eben, das will ich meinen, Herr Gablinski. Wir wollen uns freuen, dass er wieder da ist. Was, Jule? Ja. Der Antragsteller und sein Rechtsvertreter. Lassen Sie sie herein. Bitte. Danke, Herr Priester. Haben Herr Priester schon die Zeitungen gelesen? Ah, Gablinski. Warten Sie, bis Sie gefragt sind. Herr Antragsteller, ich darf bitten, die Verhandlung heute in völliger Ruhe durchführen zu wollen. Wo bitte Sie? Ihren Wahrheitsbeweis sieht das Gericht als in jeder Weise missglückt an. Wir stellen uns den tatsächlichen Werdegang so vor, dass der schwer verwundete Martin Ihnen Einzelheiten aus seinem Leben erzählt hat, die sich dann bei Ihnen, der Sie gleichfalls schwer verwundet waren, zu eigenem Erlebnis umgestaltet haben. Haben Sie etwas dazu zu bemerken? Ich habe noch eine bessere Erklärung, Herr Amtsrichter. Nehmen wir an, ich hätte das Tagebuch des gefallenen Martin gefunden. Klingt doch so, als ob es wahr wäre. Ja, das kann auch sein. Haben Sie geschrieben, Herr Referendar? Jawohl. Das Gericht ist aber ferner der Meinung, dass Sie unzweifelhaft deutscher Staatsangehöriger sind. Da Sie nun Ihren alten Namen vergessen haben, stellt Ihnen das Gericht anheim, sich einen neuen Namen zu wählen. Ich bin einverstanden. Der Antragsteller ist einverstanden. Welchen Namen wählen Sie? Heinrich Martin. Meine Herren, wie heißen Sie? Müller. Ist ja ausgezeichnet. So. Also Müller, Herr Amtsrichter, wenn ich bitten darf. Und als Vornamen bitte ich Gottlieb. Haben Sie, Herr Referendar, Gottlieb Müller. Einen Moment. Habe ich das Recht, zwei Vornamen zu wählen? Das ist so unbescheiden. Das Gesetz sagt nichts Gegenteiliges. Also dann Gottlieb Leberecht Müller. Sie erhalten die amtliche Bestätigung. Auf Wiedersehen, Herr Gottlieb Leberecht Müller. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Amtsrichter. War mein besonderes Vergnügen, Herr Amtsrichter. Aber Berufung kriege ich doch ein. Grete? Na, hat heute geklappt, Herr Martin? Verzeihen Sie, mein Name ist Müller. Wie? Müller. Müller und Schulze.
Das ist richtig. Gottlieb Leberecht Müller. Mensch, was Besseres ist Ihnen wohl nicht eingefallen. Nur an einen Schreibebrief an Herrn Heinrich Martin. Was passiert da? Los, geht's her. Nichts zu machen. Sind Sie Herr Martin? Ja. Sie können sich ausweisen. Nee, das kann ich leider nicht. Ja, dann bedauere ich sehr. Ja, aber das Patent und das... Warte mal einen Augenblick. Genügt Ihnen vielleicht eine amtliche Zuschrift? Selbstverständlich genügt das, Herr Martin. Wollen Sie bitte unterschreiben? Bitte? Ne? Danke. Dankeschön. Sehen Sie, Herr Müller? War der tote Herr Martin doch noch für was Gutes? Okay. Danke. Danke, die Messer. Urkunde über die... Grete? Hm? Wollen wir zusammen eine Reise machen? Was? Oder soll ich ein Haus am Wannsee kaufen? Moment. Wenn einer verrückt wird, fängt den Kopf an. Ach. Woher nehmen Sie denn das Geld? Da, Grete. Das Patent. Das bringt mir mehr Geld, als ich je besessen habe. Da war's. Ach nee, Gottlieb halten Sie ja jetzt. Das ist aber sehr schwer, so einen Namen mit Liebe auszusprechen. Ja, ich muss Ihnen mal was sagen. Setzen Sie sich lieber hin, ja, damit Sie nicht umfallen. Na nun? Sie haben doch manchmal ein schlechtes Gedächtnis, nicht? Sie müssen nämlich gleich wieder vergessen, was ich Ihnen jetzt sage. Und nicht, dass Ihnen plötzlich nach 16 Jahren etwa wieder einfällt. Ich... Na, 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 na. Ich... Na? Na ja, also ich habe gestohlen. 100 Mark. Wegen der Kosten vom Patent. Ich bin nämlich der unbekannte Mäzen. Aber ich traue mich jetzt überhaupt nicht mehr auf die Straße, aus Angst, dass ich diesem Mann begegne. Sagen Sie mal, wenn wir ihm nun sofort ein Hunderte schicken, glauben Sie, er kann mich dann noch verhaften lassen, wenn er mich mal trifft? Du hast für mich gestohlen. Ja, aber alles in Ehren, Herr Martin. Sie wollen es doch gleich wieder vergessen. Herr Martin. Ich heiße Gottlieb. Ich geniere mich. Gott lieb. Ja, bitte? Ach nee. Wohnt hier Herr Martin? Ja. Ich wollte ihn gerne sprechen. Bitte, Frau Sander. Nehmen Sie Platz. Danke Ihnen, Herr Müller, nee, die Frau. Ich habe eine Bitte an Sie. Lassen Sie mich einen Schuld abtragen. Eine Schuld an Heinrich Martin. Heinrich Martin ist tot. Nein. Sagen Sie mir, dass ich nichts getan habe. Nein, Sie haben nichts Falsches getan.
Heinrich Martin konnte sich keine bessere Mutter für sein Kind wünschen. Deine Madonna. Deine Madonna? Ja, das stand in Heinrich Martins Tagebuch. Ich habe es heute Morgen verbrannt. Nun erinnert nichts mehr an Heinrich Martin. Ich kann nicht länger das Gefühl haben, dass ich schlecht sehe. Ich brauche keine Hilfe. Sie. Der? 16 Jahre. Lassen sich nicht so einfach auslöschen. Man steht dem Glück der anderen im Wege. Ja. Das war... Und ich würde die Vergangenheit nicht auf ihrem Glück im Weg stehen? Bitte. Ja? Schreib es mal. Schnell. 100 Mark retour. Von einer reuigen Sünderin. Ausrufungszeichen. Gestohlen am Datum, wissen Sie ja. So, und den Scheck, den schicken Sie mit dem Brief zusammen weg. Eingeschrieben, verstanden? Danke. Grete, ich bin sehr glücklich. Hat Ihr Besuch Sie nicht traurig gemacht? Nein, Grete. Jetzt steht nichts mehr zwischen Müller und Schulze. Ich bin ein ganz freier Mann. Ich als Ihr Rechtsvertreter erkläre Ihnen, Sie haben recht. Meinen Sie? Ich gratuliere herzlich. Oh, ich gratuliere von ganzem Herzen. Wozu gratulieren Sie bitte? Herr Müller, Sie sind doch heute auf die Welt gekommen. Herr Müller, Sie sind doch ein neugeborenes Kind. Das Gesetz hat Sie umgebracht, aber das Recht ist stärker. Sie leben. Und darum müssen wir ja doch gratulieren, Herr Müller. Danke.